Für die Winterkampagne von Bridgestone suchten wir ganz besondere Schauplätze der Natur, die ich dann in Island und Grönland fand. Während Island doch sehr dominiert durch seine Schnee- und Eisreichtum bis hin auf Meeresniveau, hat man in Grönland mehr das ewige Eis und damit Gletscherbrüche von unglaublicher Dimension. Die Bridgestone-Kampagne lebt von ihrer einmaligen Authentizität. Es entstehen Bilder im Dialog zwischen Fotograf und Kunde, die nur ganz peripher beeinflusst sind von Agentur und von Produktmanagement. Und diese Einmaligkeit der kurzen Wege des direkten Dialogs spiegelt sich in den Ergebnissen wider. Bridgestone ist ein einzigartiger Kunde. Nicht, weil es der einzige Kunde ist, für den wir Reifen inszenieren, sondern es ist einer der wenigen Kunden, die uns eine Freiheit einräumen, die kein Beispiel hat. Bridgestone-Kampagnen leben natürlich in erster Linie von ihrer Authentizität. Jedes Bild erzählt eine Sprache und diese Sprache entstammt aus einem Gedankengut, das praktisch von der ersten Skizzierung bis zur fertigen Realisation aus einer Hand geliefert wird. Jedes Bild erzählt eine Geschichte und das ist letztendlich ein Produkt aus dem direkten Faden zwischen Idee und Realisation. Und vielleicht sieht man bei Bridgestone und ihren Kampagnen am besten, was passiert, wenn ein Fotograf alles in die Hand nimmt.